Oh mein Gott. Seht ihr, ich bin... Ist es mit Spy? Ich bin direkt Imposter. Camouflage, Gesser. Auf einer Map, die ich überhaupt nicht kenne. Überhaupt nicht. Aber wir wingen das jetzt einfach, würde ich sagen. Also ich habe ja generell gar keinen Plan, was abgeht, aber wie gesagt... Wir wingen das einfach. Wusste nicht, warum ich nicht killen konnte. Kill liegt beim Licht Hallway. Ich hoffe einfach, dass er nicht der Spy ist. Also quasi vom Übergang Hallway mit zu Hallway Bot, da ist der Lichtschalter, da liegt Jeff. Okay, ja. Bin ich stabil, ja. So, aber Jeff ist jetzt so richtig frisch. Jeff ist auch mal wieder dabei, ne? Herzlich willkommen, Jeff. Richtig frisch. Ja, wie fandst du die erste Runde? Nach langer Abstinenz? Jeff, wie war's? Erste Runde. Es war nur einfach Party, also, Jeff. Ich glaub, du musst dir gleich nochmal die Einstellung angucken. Also ich stand auf der rechten Seite von Hallway Bot und Jeff ist schon mal zum Licht gelaufen. Irgendjemand stand noch Camouflage bei mir. Ich weiß nicht, was für eine Task das war. Also ich wollte eigentlich bei der Burger-Task? Nee, ich glaube, das war irgendwas mit Zahlen. Die Karte mit den Zahlen? Ja, genau die. Ja, ja, da war ich, da war ich. Okay, also ich bin bei der Kommando-Bridge. Und irgendjemand ist an mir vorbeigelaufen durch Weapons. Malheureux ist die Kommando-Bridge. Oh, das war ich, glaube ich. Kommando-Bridge. Nein, bin ich auch nicht. Also ich weiß, Weapons sind noch zwei Leute. Weapons stehen gerade noch zwei Leute neben mir. Irgendwer hat gerade Task gemacht oder Lifeline? Ich weiß gerade gar nicht, was da ist. Ich bin auch noch Lifeline, hallo. These guys. Hallo. Deswegen, Jeff ist sehr, sehr kurz tot und Party. Oh Gott. Ich bin rangekommen. Wie heißt der Raum unter Commander Bridge? Ich stehe da drüber, ich sehe es nicht. Portals. Da drüber? Oder unter? Ah, nee, drüber, Weapons. Nee, drunter. Portals. Ah, Portals, okay, gut. Das sind übrigens wirklich Portale, mit denen du dich teleportieren kannst. Ja, unten rechts in der Ecke. Gar nicht verwirrend, das ist ja wild. Damn. Also es ist schon ein bisschen länger her, dass Patsy ins Gras gebissen hat, oder? Ja, also Patsy ist Anfang von Lights Out schon tot gewesen. Da bin ich an eine Lifeline gekommen, da war er schon tot. Okay, aber wir sind Jeff ist jetzt wenige Sekunden. Wie frisch ist er? So baitfrisch, oder? Ja, dann guck mal bitte auf Seite 7 von den Informationen. Bait ist gerade auf 0%. Ich wollte eigentlich auch... Wer macht denn sowas? Ne, Patsy? Das Scheiße, jetzt. Man kann ja hier so... Aber ich habe so einen orangen Flash trotzdem, warum? Wie kann ich denn hier so durchscrollen? Ach, damit die Zahlen... Numpad-Zahlen ist am einfachsten. Ja, mit alle vier. Ach, null. Ja, ich habe auch über den Top weitergemacht und dachte mir so... blöde Map. Ja, es gibt, weil kein Plan. Ja, richtig. Ja, same. Cool. Ist das Licht eigentlich noch aus? Ich glaube. Ja. Okay. Okay, also es ist auf jeden Fall ein Spy drinne. Und es ist wahrscheinlich der Du-Design, ansonsten hätte Kendo mich natürlich direkt verpfeifen können. Aber man kann das ja immer nicht ausschließen, ne? Ich laufe jetzt im Endeffekt nur so ein bisschen, Junge, wie die Map ist ja voll schön gemacht so. Aber ich habe natürlich überhaupt keinen Plan, was abgeht. Und hier sieht man ja generell gar nichts, oder? Ja, hinter dem Baum kann man einfach reinstechen, da sieht man ja nichts. Ist ja wild. Hello. Oder habe ich irgendwas übersehen? Hello. Hello. Ich bin durch das grüne Portal gegangen und habe neben dem Baum eine Leiche gefunden. Garden waren von zwei Leuten auch, habe ich am Dings Admin Table gesehen. Ich würde dafür tendenziell Cheesy rausnehmen. Ich nehme Geisty raus komplett. Nee, irgendwer stand jetzt gerade noch an dieser Waschmaschine. Ja, Science Department, das war ich. Ich habe die Wäsche gemacht. Okay, dann, ja. Das kennt auch ich. Maggie war es nicht.
Nee, Shelly war bei. Shelly war bei mir. Ellie war bei mir. Ellie. Aber ich meine, es sind ja 2 Kills gefallen. Ja, aber ist egal. Also, wir standen gerade die ganze Zeit in der Kommando Bridge. Ja. Okay. Also, ich habe dann noch mal rausgesehen. Haben. Was? Genau, da bin ich gerade runter des Portals gelaufen. Dann. Oh ja, Kameras, weiß ich nicht, wer da dran war. Es war kein Bait. Aha. Mehr Bait haben wir nicht. Kannst du noch mal kurz deswegen sagen, war es kein ist. Bait. Die liegt neben dem Baum im Garten. Ah ja, ja. Verstehe. Ja gut, so einen wirklichen Anhaltspunkt haben wir ja jetzt auch nicht. Also ich bin ein Medical und ich habe nur irgendeine Person in Camouflage, glaube ich, gesehen. Ja, nur wie kommst du darauf, dass es vielleicht Candy war, die getötet hat? Weil sie im Machine Room war und da scheint auch Shelly gewesen zu sein. Ich bin die ganze Zeit im Pool gewesen und da war die ganze Zeit die Kamera an. Deswegen meinte ich auch, dass ich geproofed werden kann. Danach bin ich zu den, ja, ich weiß nicht, Klos gegangen und dann stand ich auch an der Waschmaschine am Ende. Ich habe mich dann nicht wegbewegt. Also wenn Shelly in Storage liegt, kann das tatsächlich auch cheesy gewesen sein, weil sie kam in den letzten 5-6 Sekunden erst zu mir nach Science Department. Die liegt im Machine Room Storage so in der Gegend, würde ich behaupten. Ja, dann ist für mich cheesy nicht ganz raus. Nee, dann ist es zu weit oben, weil ich bin Weapons gespawnt über Command Bridge Portals, dann Hallway Bot und dann Data Processing und dann rüber zu Science Department. Also da oben die Ecke war ich gar nicht. Kann jetzt natürlich keiner proven, aber... Da war waren einige alleine. Also ich bin noch nicht so ganz, ich muss auch noch hier Voice müsste mich, Dingens anmachen. Irgendwer müsste geht mich leider noch nicht gesehen haben gerade, ne? Bei einer Tasche. Ich mach Discord Overlay mal nach ich der Runde. Ich fand Runde es nicht, an, wirklich nicht. Safe warst du da. No. Ich wollte auch drauf gucken, weil ich die Namen nicht so richtig unterscheiden kann. Aber dadurch, dass alle im Streamer-Modus sind, sind mir die Namen eh nicht leider. Ja, also Map, sag ich immer. Ich bin gerade höchst überfordert, aber ich konnte mich in einem Baum verstecken. Sprich, Malheurus hat natürlich nicht gesehen, dass ich hier ein kleiner Gauner bin. Und jetzt ist die Frage, wie wir weitermachen. Kendo ist wahrscheinlich mein Imposter-Mate, würde ich von ausgehen. Die tote Hose. Die tote Hose. In Storage. Gibt's in Storage einen Vent? Ich glaube, in Storage gibt's einen Vent. Ja. Gibt es den. Scheinbar. Ja, nee. Ja. Data Processing. Gibt es den oberhalb des Wortes? Nee. Der Vent ist im Machine Room und in dem anderen Raum da drunter. Hier in Data Processing. Jetzt würde ich gerne, würde gerne jemanden beschuldigen. Ich hab. Pass auf, warte. Genau, ich habe Ellie und Terce zusammen rumlaufen sehen. Und die sind in Storage reingelaufen. Und dann hat mein Screen aufgeblinkt und ich bin reingelaufen und Ellie ist tot. Das heißt, ich hätte gerne vielleicht eine Information von Terce, warum Ellie tot ist. Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Kann ich jetzt so nicht direkt beantworten, ne? Das ist natürlich höchst ungünstig. Ich glaube, ich habe echt Ellie gesehen, ne? Das ist tatsächlich wahr, ne? Das sieht jetzt doof aus für mich, das kann ich verstehen, ja. Terce stand auch als Chamäleon neben dir, ne? Und hab das gesehen, wie du getötet hast. Ach so, ja, das ist natürlich jetzt gelogen. ganz schwierige Aussage jetzt, Maggie, ne? Ja. Ich probiere mal was aus, Terce. Ich vote dich mal, vote dich mal auch selbst. Nee. Dafür vertrau mir doch. Nee, du hast ja gerade gelogen. Dann vertraue ich dir nicht, ne? Nee, ich habe nicht gelogen. Kleiner Schwingel. Du hast gelogen. Ich glaube, wir haben tatsächlich einen Morphling.
Okay. Hä? Nee. Ja, wo, doch, wirklich. Also ich habe bei dir gekillt. Ja. Mhm. Ja, aber Terste war da ja. Also er war ja auch vorher da, ohne gemobbt. Ja, es kann aber sein, dass ihn jemand gemobbt hat. Denn ich habe noch eine andere Person davor gesehen und die werde ich mit dir swappen, Terste. Nee, Smaggy, also deine Spielchen mache ich hier nicht mit. Er lügt auch. Finde ich, also ja, finde ich erst, ist eine Lüge auch, ne? Nee, ich habe auch gerade bei Lightsfix habe ich Lichter nicht gefixt. Also ich weiß nicht, was mit Ellie passiert ist. Ich war da aber, glaube ich, echt, ja. Smaggy, ja. Fragezeichen? Terste, klingt so ehrlich. Ja, eben, ich sag ja auch die Wahrheit, ja. Ich habe vergessen zu swappen, sorry, Terste. Ja, danke, Smaggy, ne? Ist ja kein Problem. Ich war überrascht, dass ich gleich überhaupt komme. Ja, also, Kendo erzählt so viel Quatsch in dem Ingame-Chat, dass ich sehr sicher bin, dass er mein Imposter-Mate ist und er hat mich ja killen sehen. Sprich, als Spy hätte er dann natürlich einfach gesagt, jo. Oh, was ist das? Junge, OP. So eine Waschmaschine, okay. Mit der Waschmaschine-Task, logisch. Die Klos hier stehen einfach so bisschen frei rum. Ist auch schön. Ich weiß nicht, mir Camo hier irgendwas bringt. Da waren ein paar Leute. Also es ist generell, dadurch, wenn man die Map nicht gut kennt, ist es viel schwieriger. Es ist krass. Und ich kenne die Maps gar nicht gut. In den Trapper reingelaufen. Was nicht so schlimm ist, weil mich ja niemand gesehen hat beim Trapper reinlaufen. Das ist mir ziemlich egal tatsächlich. Oh. Der ist sehr frisch. Und als letztes kam mir der Cheesy entgegen, Data Processing. Kurz bevor man zum Science Department runtergeht. Okay, nee, aus der Ecke kam ich nicht, ich kam von oben. Das könnten Vlesk und Candy bezeugen, dass ich von oben gekommen bin. Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich Candy und Malurus gesehen habe und dann ist die Tür von dem Medbay-Raum, glaube ich, Medical-Zugang. Ja, alles und gut. Und mich nach unten raus. Vorsicht. Ja, aber 15 Sekunden ungefähr. Oben vorbei, kam von oben. Du warst aber vorhin schon auch in Data Processing so, ne? Wann vorhin? Oh, wir haben uns, glaube ich, also ich habe dich erst im Plant gesehen. Und dann bist du, glaube ich, rübergegangen. Ja. Wenn ich das sie war. Data Processing? Stimmt, ja doch, könnte sein. Doch, ja. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Das hat ja keine direkte Tür in Storage rein. Dann bin ich entweder von Machine Room oder Data Processing reingekommen. Aber ich habe da noch keine Leiche gesehen. Ich erinnere mich auch nicht mehr, wer da rumgelaufen ist. Gibt es auch Ninja-Blätter, wo die Person dann auftaucht oder nur wo der Kill ist? In an beiden Orten, genau. Wo sie startet und wo sie quasi hinjietet. Mhm. Also Ninja? Ja. Wo? Oh. Das. Haben sich jetzt beide vergessen, oder? Er war die ganze Zeit Spy. Ich wusste nur, wie kann das denn sein? Dito war wirklich bei mir. Und ich habe aber einfach, wir sind einfach vom Jackal weggeballert so worden. Ich da jetzt aber komplett. Aus dem Garten einfach nur wegen der Map, weil ich Spieliger zum ersten Mal Blätter gesehen habe oder wirklich da jetzt Blätter lang und ich habe jetzt einfach gegangen. Für mich sind zwei Leute ist das. Cheesy oder Kendo haben Dito, also Dito hat sich vergesst. Er hat, ja, dann bleibt für mich Kendo eigentlich nur. Sag mal Dito, so, ich habe einen roten Namen, Smaggy, aber. Ja, aber guck mal, Dito hat sich ja vergessen und Cheesy war sus. Dann hat Kendo ja die ganze Zeit. Und du hast mich kann man nicht vergessen, nur als Crewmate. Ich glaube, den. Nein, mein Wort ging nicht mehr durch. Ich habe halt Kendo gesehen, als ich kurz bevor ich Tresor-Quest machen wollte, weil die wollte ich jetzt gleich machen. Macht nichts, Maggie, ist eh falsch. So, jetzt guck ich mal, ob ich euch irgendwie das Discord-Overlay
oder so. Guck mal, das Ding ist, Vlesk wurde Safe Call gegessen. Die Frage wäre halt auf was. Ich weiß nicht warum, aber es geht einfach nicht bei mir. Das Discord Overlay. Ja, für mich bist du eigentlich sus gewesen, Cheesy. Nur wenn Dito dich auf Ninja gegessen hat und Candy die Wahrheit gesagt hat, dann bleibt für mich nur noch Kendo übrig. Soll ich dir meine Rolle noch 15 Mal erzählen? Also nein, das habe ich ja schon verstanden. Das ist ja schon angekommen. Ja, dann bleibe ich aber nicht übrig, oder? Das Ding ist halt, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich über Meshing Room oder Data Processing gekommen bin. Die einzigen Personen, die ich in der Nähe gesehen habe, war halt Kendo. Ich hätte das Discord Overlay leider kaputt. Ich war gerade die Tresorquest am machen und dann, beziehungsweise ich wollte die gerade anfangen und dann wurde ja die Leiche gefunden. Wer war denn auf diesem Tucker? Ich hab's gehört. Ich war das. Das müsste Kendo der runtergefahren ist und dann die Leiche reportet. In Science Department? Ich hatte die Leiche. Eventuell Stream neu starten, ich werde. Das ist das allerletzte, was ich machen würde. Ja, das ist ja Stream neu starten. Genau da, wo du bist. Auf gar keinen Fall. Hä? Wie, wo ich bin? Ja, die Tresortaste ist doch im Data Processing. Nein, die ist in Storage. Hä, wieso? Aber das kann sein. Die ist von Storage. Aber Candy ist halt auch noch sus. Hä, ich würde doch. Ich habe doch gar keinen Überblick über diese fucking Map. Also das Ding ist. Oh, sorry. Ich hätte gar keinen Grund zu lügen. Sie spielen halt morgen, als jeder hat einen Grund zu lügen. Ja, aber ich habe die Crew doch gerade gerettet. Ich habe keinen Grund zu lügen. Ich überlege gerade, gab es nicht vorhin auch irgendein Guess gegenüber Candy oder hau ich es gerade komplett durcheinander? Smacky hat am Anfang, glaube ich, immer mich gewotet. Nee, ich habe dich nicht gewotet. Wirklich nicht? Nein, wirklich nicht. Ich weiß nicht, wer das war dann. Aber Candy hat am Anfang immer auf mich, glaube ich, geschossen. Warum auch immer. Habt ihr denn noch Task offen? Ja, eine, die wurde gerade bei 95% abgebrochen von dem Button. Ja, ich muss einen Button drücken. Ja, wenn du immer noch auf mich pushst, Maggie, ne, werde ich dich hier voten. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, dann hör auf mich zu pushen. Hä, ich habe auf niemanden gepusht, ich bin gerade alles durchgegangen. Wir müssen jetzt aber einen voten, ne? Ja, müssen wir auch. Ich meine, das Ding ist halt, sonst könnt ihr mich halt voten, wenn ihr denkt, dass es besser ist, aber ich bin auf jeden Fall Crewmate. Ich habe jetzt noch zwei Tasks offen. Weißt du... Ach, Candy, komm, ich vote dich jetzt. Ich weiß, dass das richtig ist. Ne? Ja. Oh. Weil Cheesy kann ja nicht der Ninja sein, den du in den Raum geworfen hast. Dito ist deshalb doch gestorben. Als Thief geht das klar. Also, wie zur Hölle ist das denn jetzt passiert? Ich hab nichts. Ich war Candy halt schon die ganze Zeit sass. Oh mein Gott. Candy hat sie gegönnt, aber... Kendo, hast du mich nicht in der ersten Runde killen sehen? Ich hab dich in der ersten Runde killen sehen. Aber da ich wusste, dass ich nichts kille, musste ich dich ja so lange wie möglich leben lassen. Ja gut, ich hatte auch keine Imp-Vision als bei. Ich bin komplett useless gewesen. Ich aber konnte nicht. Ja, sorry. Kendo, das sind deine Settings, nicht meine. Das sind safe nicht meine, weil ich habe ein Spy aus. Ja, aber meine sind's aber, also ich habe keine Ahnung, woran das lag, aber irgendwie hat er die Hälfte des Settings nicht übernommen. Kann es sein, dass manche da nicht drin waren wegen der anderen Version? Oder der nicht richtig geladen hat? Nee. Vielleicht hast du ein anderes Preset drin? Was kennen die einfach in der einen Runde bei dem Poster gegessen? Ich habe Preset 1. Ja. Ja. Candy. Strong. Richtig strong, ja. Ja, ich wusste nicht, dass man auch die Blätter dahinter lässt, wo man wegportet. Und ich habe das auch das erste Mal verwendet in der gesamten Runde, weil ich genau weiß, dass es halt einfach zu viel verrät. Aber dann hat Vlesk seinen Camouflage angemacht und ich dachte mir, okay, I try it, I risk it. Und dann, ja, war genau das Problem. Ja, Ninja ist gefährlich.